meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt einen dirigenten Kollegen von Gotthilf Fischer vorstellen, Bauchrohrmeister Werner Diepun vom Schwäbischen Sängerbund. Jetzt muss ich erst mal ganz dumm fragen, was ist denn ein Gauchormeister? Ja, also das hängt wohl mit dem Sängerbund, mit dem Deutschen Sängerbund zusammen, und das ist der größte sängerische Verbund, den es gibt auf der Welt, und so viele Sänger müssen organisiert werden. Und deshalb hat man den Deutschen Sängerbund in Unterbünde mit dem Schwäbischen Sängerbund aufgeteilt, und daraus hat man noch Gaue gemacht, und daher dieser Name Gau, und ich bin von einem Gau, dem Enzgau. Der Gauchormeister, der erstreckt sich von Ludwigsburg bis zum Kreis Calw, ca. 70 Vereinen und ca. 10.000 Mitgliedern und 4.000 Sängern. Und es ist eine schöne Aufgabe, hier musikalisch tätig zu sein. Ja, das ist ja ein hoher Posten, den Sie da haben. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dürfen Sie ja als Gauchormeister von Amts wegen gar nicht auf der gleichen Linie wie Gotthilf sein. Deshalb wundert es mich jetzt ein wenig, dass Sie heute Abend hier sind. Also ich denke, das sind schon Vorurteile, die hier bestehen und die bei dieser Gelegenheit vielleicht mal etwas zurechtgerückt und ausgeräumt werden können. Der Gotthilf Fischer hat eine sehr starke Beziehung zur deutschen Sängerbewegung, und ich kann sagen, uns verbindet, ohne außerdem, dass wir beide Schwaben sind, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, auch die Tatsache, Gotthilf Fischer war in meinem Enzgau eine Zeit lang Bezirkschorleiter, und schade, dass er heute nicht mehr dabei ist, das wäre eine tolle Geschichte, so einen agilen und temperamentvollen Chorleiter im Musikausschuss noch dabei zu haben. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Freude am Singen hat, an der Gemeinschaft, die auch mit einem Chor natürlich verbunden ist. Und da hat Gotthilf immer ganz großen Wert drauf gelegt. Also es wurde keiner reingeprügelt in seinen Fischerchor. Nur wer Lust und Laune hatte, sollte dabei sein. Und das überträgt sich dann natürlich auch. Und ich glaube, das trifft letztendlich auf jeden Chor zu. Es sollte jedenfalls so sein. Und was bei jedem Chor ganz vorn rangiert, ist das Volkslied. Und deshalb freuen wir uns jetzt.